Ausbildungsmesse in Ense digital. Wir starten durch. Hallo, mein Name ist Christopher Leute und ich bin Teil des Team Ausbildung beim Kreis Soest. Wir sind eine moderne Verwaltung mit Sitz in Soest, die mit mehr als 1400 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für über 300.000 Einwohner und Einwohnerinnen hier im Kreis Soest öffentliche Dienstleistungen. Zu uns gehört zum Beispiel auch das Gesundheitsamt, welches ja aktuell stark in die Pandemiebekämpfung eingebunden ist, wie auch die Zulassungsstellen und der Rettungsdienst. Außerdem bilden wir jährlich mehr als 25 Auszubildende aus. Worin genau, das kann ich gar nicht so im Detail sagen, da würde ich hier sehr lange stehen, aber ich kann sagen, es ist vor allem etwas dabei. Wir haben hier wirklich was im Verwaltungsbereich, im eher technischen und IT-angelegten Bereich, als auch in den sozialpädagogischen Parts und im Bereich des Rettungsdienstes. Hallo, mein Name ist Saskia Schulz und ich mache die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Kreisverwaltung Soest. Meine Praxisabschnitte sind in den unterschiedlichen Abteilungen der Kreisverwaltung. Meine Theorieabschnitte sind zum Beispiel am Berufskolleg in Soest und auch das Studieninstitut in Soest. Wenn gerade keine Pandemie herrscht, machen wir Auszubildende ganz viel zusammen, zum Beispiel eine Bildungsfahrt. Welche Voraussetzungen ihr für eine Ausbildung oder für ein Studium mitbringen müsst, ist natürlich von Beruf zu Beruf sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist es aber schön, wenn ihr Spaß an der Sache habt und auch, dass ihr motiviert seid, dass wir so gute Nachwuchskräfte bekommen. Wichtig wäre natürlich auch, dass ihr gut im Team arbeitet und so ist auch eine gute Übernahme möglich. Die Ausbildungsmesse in Ense digital ist ein Kooperationsprojekt der Konrad-von-Ense-Schule, des Initiativkreises Ense und der Gemeinde Ense.